Hallo und herzlich willkommen. Wie wir sehen, fluten die Teilnehmer gerade schon in den Raum. Sehr schön. Wir müssen dem System einen kleinen Moment lassen, damit alle dann auch ihren Platz in dem virtuellen Konferenzraum hier bekommen. Das heißt, ich moderiere mal noch ein kleines Stück einfach vorneweg. Ich glaube, du hast doch auch den Corona-Modus eingestellt, ne? Ja, Also genau. immer nacheinander 1,50 Meter 1,50 Abstand. Meter Das heißt, es Sicherheitsabstand, ja dauert jetzt klar. ein bisschen, ne, bis der populiert Ja, ist. genau. Und weitere Cloud-Ressourcen im Hintergrund zugefügt werden, Ja, genau. um die Last zu regeln. So, das sieht doch schon jetzt sehr gut aus. Blazor WebAssembly, warum machen wir dieses Webinar? Wir haben dieses Thema schon eine ganze Weile als Research-Thema bei Syntecture auf dem Radar. Und immer mehr Kunden haben uns in den vergangenen Monaten und Wochen gefragt, wie verhält es sich mit Blazor? Ist Blazor das neue Framework, was wir nutzen sollten, um webbasierte Applikationen zu schreiben? Brauchen wir jetzt zum Beispiel nicht mehr Angular, React und Vue lernen? Oder können wir es, wenn wir es schon gelernt hatten, jetzt eigentlich zur Seite legen? Und deswegen hat sich Christian hingesetzt, dieses Webinar zusammengestellt, um genau diese wichtigen Fragen zu beantworten. Und bevor ich an ihn übergebe, würde ich euch gerne eine erste Umfrage stellen. Und zwar Genau. würden wir gerne von euch wissen, wo seid ihr denn jetzt gerade im Moment, während ihr am Webinar teilnehmt? Ja, seid ihr im Büro und habt mit entsprechendem Sicherheitsabstand jetzt fast den Tag schon rumbekommen? Seid ihr möglicherweise im Homeoffice? Oder habt ihr die Chance, wie dann doch einige, mit denen ich in den letzten Wochen telefoniert habe, die im Garten, auf der Terrasse, auf einem Balkon sitzen und aus der Not eine Tugend machen und sowohl Sonne tanken als auch ihrer Arbeit nachgehen können? Genau. Die ersten Ergebnisse fließen rein, Das wie ist heute eindeutig, Vormittag glaube ich. auch wieder sehr, sehr viel Homeoffice und damit grüß Gott ins Homeoffice an die, die da sind. Und ich übergebe dann mal an Christian. Ja, vielen Dank, Marco, für die warmen einleitenden Worte. Auch von mir ein herzliches Grüß Gott aus dem Homeoffice. Ich sitze gerade in Neustadt am Main. Das ist im wunderschönen Spessart, im noch wunderschöneren Unterfranken. Ja, wie ihr seht, das ist hier mein Homeoffice und Neustadt am Main ist schon seit immer das World Headquarter von der Thinktecture und der Thinktecture AG. Unser Hauptoffice mit Kundenverkehr und mit unseren Entwicklern und Experten sitzt ja in Karlsruhe oder ist in Karlsruhe und ich bin hier im Homeoffice in Neustadt am Main. Gut, ich glaube, ich mache auch gleich mal Screensharing mit euch, damit ihr das Richtige dann gleich seht. So, also, um was geht's? Naja, es geht eben um ASP.NET Core Blazor WebAssembly Single Page Applications mit C#. Das ist eine sehr spezielle Variante von Blazor, wie wir es dann gleich noch sehen werden. Ende des Tages ist Blazor WebAssembly die Variante von Blazor, die ursprünglich auch von dem Erfinder und dem Erfinderteam als Vision, ich sag mal so vor 3, 3,5 bis teilweise 4 Jahren auch entwickelt wurde. Ich persönlich habe das erste Mal Kontakt gehabt mit Blazor vor über 2 Jahren auf dem Microsoft MVP Summit bei Microsoft und war damals schon sehr, sehr interessiert und sehr, sehr angetan von der Grundidee und möchte euch jetzt heute eben so in circa 50 Minuten, 50 Minuten Inhalt, danach ein Q&A mit Marco und mit mir, basierend auf euren Fragestellungen, einfach mal Blazor WebAssembly näher bringen. Ich meine, warum machen wir überhaupt diese Blazor WebAssembly-Thematik? Naja, es ist wie halt schon so oft und in den vergangenen letzten Jahren die Fragestellung nach der Kleintechnologie, nach der UI-Technologie. Und wenn man sich im Microsoft und im Windows und im .NET-Umfeld da ja, tummelt und kreucht und fleucht, dann weiß man ja, dass es da schon die eine oder andere Enttäuschung gab und das eine oder andere ja, Umdenken und Umlenken aus und in Redmond, wenn es um die bevorzugte oder empfohlene UI-Technologie geht. Aber gut, es gibt jetzt halt was Neues. Dieses Mal ist es aus dem ASP.NET Core Team, nennt sich Blazor und ich werde euch jetzt ein bisschen die Einführung geben in Blazor mit der Geschmacksrichtung WebAssembly.
Mein persönliches Interesse, jenseits von dem, was der Marco gerade schon erklärt hat, warum wir bei ThinkTectures machen, ist relativ naheliegend. Ich mache seit 19 Jahren C-Sharp und .NET und mache seit ca. 10 Jahren JavaScript und Single-Page-Application-Frameworks und SPA-Architekturen. Und jetzt scheint es so mit dem Aufkommen von Blazor, dass sich der Kreis schließt, dass jetzt ich sowohl meine C-Sharp und .NET-Kenntnisse verwenden kann, als auch meine SPA und Web und verteilten Anwendungsarchitektur Kenntnisse verwenden kann, um halt damit moderne Anwendungen, moderne Business-Anwendungen in Form von Single-Page-Applications bauen zu können. Die Frage ist aber, warum interessiert euch das überhaupt? Naja, gehen wir mal von der Problemstellung aus. Also das Problem ist ja, dass die Anwender auf euch zukommen und ihr seid ja die Softwareentwicklerinnen und Entwickler, entweder bei einem ISV, also bei einem Independent Software Vendor oder in einem Unternehmen, und die Anwender äußern immer mehr neue Anforderungsideen. Ja, also das heißt also, sie wollen Cross-Plattform funktionieren, sie wollen Cross-Device Möglichkeit haben. Sie hätten es gerne ohne irgendeinen Installer, ohne irgendeinen MSI oder ohne Group Policy Deployment, sondern einfach eine URL eingeben im Browser und zack, es funktioniert. Und nicht zu unterschätzen, wenn auch nicht jetzt mit 100% Abdeckung in den Anforderungen eines jeden Projektes, aber durchaus immer wieder gefordert und gewünscht und auch notwendig, ist die Offline-Funktionalität. Das heißt also, dass ich, obwohl ich eine Single-Page-Application-Architektur habe, die ja sehr stark auf API-Kommunikation aus ist, dass ich natürlich auch mal Anwendungsfälle habe, wo ich Daten offline mitnehmen möchte, entweder zum Angucken oder dann eben auch zur Neuanlage, zum Neuanlegen beziehungsweise zum Ändern der Daten. Dann denkt ihr euch als Entwickler, naja, also gut, wenn ich jetzt neue, moderne Anwendungen schreiben und bauen möchte, beziehungsweise meine existierenden migrieren möchte, dann gibt es eigentlich ja nur eine einzige sinnvolle Plattform, nämlich das Web. Das Web ist seit vielen, vielen Jahren die Nummer 1 Plattform, die mit extremstem Pace und Engagement und Commitment von den großen Software-Giganten vorangetrieben wird und verdrängt die nativen Plattformen eigentlich immer und immer mehr. Microsoft macht es ja vor, da ist ja Windows, ich sag mal, schon lange nicht mehr die Cash-Cow und schon lange nicht mehr das zentrale Asset, sondern da geht es also mehr in Richtung Cloud und Services. Und das Web hat sich da schon sehr, 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 sehr breit eingenistet. Wenn man dann das Web als Plattform verwendet, dann ist meistens eine Single-Page-Application-Architektur der Ansatz. Also sprich, ich habe eine mit JavaScript und HTML und CSS und vielleicht ein paar Bildern und andere Ressourcen, die ich so brauche, gebaute Anwendung. Die lade ich in meinen Browser rein. Die kann eigentlich auch autark im Browser laufen und funktionieren, und um mit einer zentralen Datenhaltung oder mit einer zentralen Datenbank zum Beispiel zu kommunizieren, braucht es halt APIs, Web-APIs, REST-APIs, HTTPS-APIs, wie auch immer ihr das heute gerne nennen möchtet. Und das hat man halt bisher eigentlich komplett mit JavaScript gebaut, also zum Beispiel mit Angular oder mit React oder mit Vue. Aber was habt ihr gemacht mit eurer existierenden .NET-Code-Basis? Naja, ihr konntet es verwenden auf der Serverseite, zum Beispiel mit ASP.NET Core. Ja. Und was habt ihr gemacht mit entweder mit einer gewissen Aversion eines .NET-Entwicklers gegenüber JavaScript oder aber mit der Problematik, dass in eurem Team einfach nur .NET-Entwickler sind und es nur .NET-Know-how gibt und ihr gar keine richtigen und guten JavaScript-Entwickler und SPA-Entwickler findet. Das war halt durchaus eine Problemstellung, die teilweise schwierig zu lösen war. Das führt natürlich zur Frage, welche Technologie sollte man verwenden oder welche Technologie möchte man verwenden? Naja, man könnte sagen, okay, man macht einfach JavaScript und guckt, dass man die Leute irgendwo herbekommt. Und man sagt dann gleich, ja gut, dann mache ich aber JavaScript überall, also Full-Stack JavaScript von vorne bis hinten, von hinten bis vorne. Hilft uns natürlich relativ wenig bei unserem existierenden
.NET Code. Dann hatte man die Variante, wie gerade eben schon kurz angedeutet, vorne JavaScript im Frontend, hinten .NET und .NET Core für die APIs. Dann hat man aber so ein Technologieungleichgewicht drinnen und kann bestimmte Skills nicht sharen und kann vor allem nicht wirklich end-to-end entwickeln, wenn der jeweilige Kollege oder die jeweilige Kollegin vielleicht nicht beide Technologien komplett beherrscht. Naja, und die weitere Option ist halt C-Sharp zu verwenden, beziehungsweise .NET, C-Sharp Everywhere. Das ist natürlich auch eine Idee und ein Ansatz. Und dieser Ansatz und diese Idee, das ist sozusagen die Grundannahme von Blazor. Das heißt also, die Frage, die sich stellt, ist, könnte uns Blazor im Frontend wirklich helfen, um auf der Webplattform aufzusetzen, Single-Page-Application-Architekturen zu bauen, Code-Sharing und existierenden Code und existierendes Skillset wieder zu verwenden, ohne dass ich JavaScript verwenden muss. Schauen wir uns das mal an. Und zwar gucken wir einfach mal ganz früh und ganz schnell, wie sich so Blazor eigentlich anfühlt. Das hier ist jetzt eine Abbildung mit Screenshots aus Visual Studio. Das ist übrigens Visual Studio 2019 16.6 Preview. Ich glaube Preview 2 sogar. Mit dem neuesten .NET Core SDK und mit dem neuesten Blazor Tooling. Ihr macht also erst ein klassisches File New Project, dann kommt das Blazor App Projekt Template und dann könnt ihr auswählen zwischen der Blazor Server App und der Blazor WebAssembly App. Wir haben ja hier den Fokus in diesem Webinar auf Blazor WebAssembly, das heißt, wir wählen das aus und dann kommen wir schwubbeldiwubbel rüber ins Visual Studio. Das habe ich schon mal vorbereitet, wie es so in üblichen Kochsendungen aus dem Homeoffice heutzutage ja üblich ist. Das ist das Ergebnis aus dem Erzeugen des Projekts. Wie ihr seht, das ist ein .NET Core Projekt. Also man kann hier sehen, das ist so in dem Fall sogar .NET Standard mit entsprechenden Assembly bzw. NuGet verweisen. Wir haben C-Sharp Code. Wir haben Razor Code. Also das ist C-Sharp Code gemischt mit Markup, gemischt mit einer speziellen Razor Syntax. Und wir haben HTML-Code. Das hier, diese Index-HTML, ist die Einstiegsseite. Das ist wirklich die Single-Page in der SPA, also der Eintrittspunkt, wo dann unsere Anwendung auch entsprechend geladen wird. Wenn wir das kompilieren und dann im Browser starten, dann schaut so aus. Also ja, es ist eine ganz normale Web-Anwendung. Es ist eine ganz normale Single-Page-Application. Wenn wir jetzt da reingucken und mal die Elemente angucken im Document Object Model, dann sehen wir, das ist reinstes HTML, angereichert mit CSS. Ihr habt es vielleicht schon erkannt, das ist so ein typisches Bootstrap-Theme und Bootstrap-Layout. Aber was man hier auch sieht, ist ganz gut, wenn man in die Sources spitzt, man hat hier das CSS und alles, was damit zu tun hat, hier ist noch immer SCSS. Und hier ist jetzt dann, ja, das sind zwei JavaScript-Files, aber ansonsten ist nichts mit JavaScript. Diese zwei JavaScript-Files, die kommen aus dem Blazor Framework. Und ansonsten ist tatsächlich nichts mit JavaScript hier drin. Das heißt, irgendetwas tickt im Browser und wird im Browser ausgeführt, was tatsächlich mal mein C-Sharp und mein .NET-Code war. Und egal, was ich hier tue und was ich hier mache, das wird alles implementiert und initiiert durch meinen C-Sharp-Code. So. Das heißt also, ja, das fühlt sich schon immer ganz, ganz interessant und ganz gut an. Ich kann C-Sharp kleinseitige Logik und Code schreiben, verwende HTML und verwende CSS, um meine Webanwendung damit zu bauen. Gut, was ist aber eigentlich Blazor nicht, damit wir damit gleich mal aufräumen? Also Blazor ist auf alle Fälle schon einmal nicht so eine automatische Windows-to-Web-Konvertierungswundermaschine. Das ist es also auf keinen Fall. Ihr könnt also nicht eure Webforms, Entschuldigung, eure Windows-Forms-Anwendung oder eure WPF-Anwendung nehmen, die da durchschreddern und hinten raus fällt eine super coole automatisch eine Webanwendung raus. Das ist es also nicht.
Wir werden uns gleich angucken, was es wirklich ist. Was es auch nicht ist, ist die nächste Inkarnation, also die nächste Ausprägung von Silverlight, weil Silverlight war, dass es ja basiert, also es ist basiert oder es war basierend auf einem Plugin-Mechanismus der Browser. Und dann hat Silverlight eigentlich alles mehr oder weniger komplett selber implementiert, inklusive dem Rendering. Ja, man hat ja da Oberflächen gebaut mit XAML und es wurde dann komplett selber gerendert und hatte mit dem eigentlichen Web und mit der Idee von Web und dem Document Object Model im Browser eigentlich überhaupt nichts zu tun. Da ist Blazor natürlich anders da, weil Blazor sagt, wir setzen auf Standards. Ja, sie machen eben HTML, CSS. Sie setzen jetzt im Falle von Blazor WebAssembly auf WebAssemblies beziehungsweise den WebAssembly Standard. Und ist daher auf einer ganz anderen strategischen Schiene auch einzuordnen im Vergleich zu Silverlight. Und es ist auch nicht, heute nicht und auf absehbare Zeit nicht, ein JavaScript-Killer, weil wie wir sehen werden, man wird nämlich doch JavaScript brauchen. Man braucht JavaScript-Kenntnisse, da kommt man ganz einfach nicht drumherum. Okay, was ist jetzt Blazor? Aus meiner Sicht. Aus meiner Sicht ist Blazor eine Familie von Webtechnologien, die aus dem .NET und ASP.NET Core bei Microsoft kommt. Und zwar ist es einmal Blazor Server. Blazor Server, da habe ich die Möglichkeit, mit dem vollen .NET Framework auf der Serverseite Code zu programmieren und den auszuführen. Und auf der Client-Seite läuft nicht wirklich Code von mir, sondern nur ein sehr, sehr generischer JavaScript-Stub. Und es gibt eine permanente WebSocket-basierende Verbindung. Das ist also eine sehr, sehr ungewöhnliche Architektur und ein sehr, sehr ungewöhnlicher Architektur- und Technologieansatz im Vergleich zu dem, was wir vielleicht aus den letzten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren kennen, aus der verteilten Anwendungsarchitektur und vor allem in Form von Single-Page-Applications. Wenn man Single-Page-Applications haben möchte, dann gibt es eben hier Blazor WebAssembly. Blazor WebAssembly, da läuft mein Code dann also wirklich im Browser, basierend auf einer SPA-Architektur. Ich kann aber eben nicht die volle .NET CLA verwenden, momentan die Mono-Runtime. Und ich kann nicht das volle .NET Framework einsetzen, sondern eben .NET Core mit .NET Standard 2.1. Wenn man jetzt WebAssembly ein bisschen genauer definiert und sich ein bisschen genauer anguckt, dann ist WebAssembly oder Blazor WebAssembly ein SPA-Framework und es bedeutet, ich muss alles wissen, was ich für ein SPA-Framework wissen muss. Sprich, ich muss Webarchitektur verstehen, ich muss verteilte Anwendungsarchitekturen verstehen, ich muss verteilte Sicherheit verstehen, ich muss Online-Offline-Thematiken zumindest mal angedacht haben und idealerweise auch verstanden haben. Ich muss natürlich HTML und CSS können. Ich muss das DOM kennen vom Web, also vom Browser. Und ich muss eben auch ein gerüttelt Maß an JavaScript kennen und können, um Interoperabilität zum Beispiel mit Third-Party-Komponenten oder aber auch mit der Browser-Plattform hinzubekommen. Weil am Ende, wenn ich zum Beispiel irgendwelche File-Zugriffe machen möchte mit neuen kommenden APIs im Umfeld von Progressive Web Apps oder ich will zum Beispiel auf Local Storage zugreifen, dann muss ich das ganz einfach mit JavaScript implementieren. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Aber das Charmante und das Sex-Appeal ist ja, dass ich eben C-Sharp und .NET Code verwenden kann, um einen sehr, sehr großen Teil meiner clientseitigen SPA komplett Full-Stack mit C-Sharp implementieren kann, weil dann kann ich nämlich mit C-Sharp den Blazor-Teil als SPA bauen und mit C-Sharp das Backend in Form von .NET oder ASP.NET Core basierten Business-Logiken und entsprechenden APIs. Gut. Das heißt, das Web als Plattform ist gesetzt. Das ist eine absolute Notwendigkeit. Schauen wir mal ein bisschen genauer rein, was jetzt Blazor tatsächlich ist und wie es tickt. Das heißt also, wir gucken uns mal ein bisschen diesen WebAssembly-Teil an, .NET, und dann gleich auch die dazugehörigen sogenannten Razor-Components. Okay, also, Blazor läuft, wenn ich Blazor WebAssembly mir angucke, im Browser.
Das heißt, ich habe wirklich eine WebAssembly-basierende Implementierung im Browser und alle großen Browser unterstützen das. Wir werden das gleich sehen. Dann habe ich meine .NET Runtime mit meiner .NET Implementierung, also meine ganz normale .NET Anwendung, die ich eben baue und die aus dem Compiler hinten rausfällt. Und ich verwende Razor Components, um das entsprechende UI zu bauen. Im Sinne von Seiten und Komponenten und Formularen und wie man halt so eine Single-Page-Application mit HTML und CSS implementiert. Das ist der Überblick von caniuse.com, welcher Browser in welcher Version WebAssembly unterstützt. Und WebAssembly ist momentan noch in einer Version 1.0, also es ist auch noch eine sehr, sehr frühe Version der Spezifikationen und der dazugehörigen Implementierung. Wie man sieht, alle wichtigen Browser unterstützen es, bis auf den einen da ganz außen, also links außen in dem Fall. Der IE, der hat keine Unterstützung für WebAssembly, der wird ja bekanntermaßen auch nicht mehr weiterentwickelt. Dafür gibt es jetzt Edge und Co. und alle anderen, die so tatsächlich wirklich wichtig sind, wobei ich nicht weiß, wie wichtig Opera Mini in der Realität ist. Aber alle anderen haben eine gute, bis sehr gute Unterstützung von WebAssembly. Gut, wenn ich jetzt mir diese Anwendung angucke, die wir mit File New Project sozusagen Hello World mäßig erstellt haben, dann ist das das dazugehörige Schaubild für die Laufzeitarchitektur. Also sprich, ich habe meine HTML-Seite, das war die Index-HTML bei uns. Dann gibt es drei Files, drei Artefakte, die kommen aus dem .NET Framework beziehungsweise aus dem Blazor Framework. Am Ende ist dieses rote hier unten, ist dann meine in WebAssembly kompilierte .NET Common Language Runtime. Und in der werden dann meine Anwendungs-DLLs und eben auch das .NET Framework ausgeführt. Das heißt, wir haben hier eine Just-in-Time-Compilation von dieser WebAssembly oder WASM Runtime. Aber unsere .NET Assemblies, die werden tatsächlich momentan in der jetzigen Implementierung von Blazor WebAssembly zur Laufzeit interpretiert. Schauen wir uns das mal nochmal ein bisschen genauer an. Wir gehen da wieder hier in den Browser, gehen mal in den Application Tab, weil ich erstmal ein bisschen aufräumen muss. Und dann machen wir hier Network und sagen Complete Reload. Zack. So. Und jetzt sieht man hier schon mal, warte, ich muss ein bisschen aufziehen. So, ihr seht jetzt hier wirklich die ganzen DLLs. Also sowohl Framework-DLLs als auch meine DLLs aus der Anwendung. Hier, die zum Beispiel Blazor Webinar Afternoon DLL, das ist tatsächlich eine .NET DLL. Und das hier, diese .NET.wasm, das ist die nach WebAssembly cross-compilte Mono CLR. Ja, und wenn man sich das jetzt mal in der Summe anguckt, was dann tatsächlich ausgeführt wird, dann gehen wir mal hier nochmal in den Code rein und gucken uns mal so eine, zum Beispiel hier, diesen Index.razor an. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, was der Compiler daraus macht, gehen wir mal in den Explorer, wir machen Object und machen Debug, .NET Standard, Blaze, wieder der falsche Ordner, mache ich ständig falsch, Razor, so, und jetzt gehen wir mal in Pages und da haben wir jetzt diese Index, index.razor.generated.g.cs. Und am Ende des Tages ist das generierter Code. Und jedes Artefakt, das ich mit C-Sharp und .NET über das Blazor Framework implementiere, wird generiert in dieses Stück Code, ja, das dann von einer Basisklasse Component Base ableitet. Und hier wird dann tatsächlich über den sogenannten Render Tree, wird das Markup dann, ja, ins DOM, ins Document Object Model reingeschossen. Das funktioniert für Server, für Blazor Server, genauso wie für Blazor, WebAssembly, eigentlich gleich. Das heißt also, es wird wirklich, jetzt im Falle von Blazor WebAssembly, wird wirklich .NET-Code ausgeführt, der eben hier in dieser Assembly beheimatet ist. Was man natürlich auch sieht, ist,
Ich scroll mal ein bisschen hin. Ich habe hier jetzt 6,1 Megabyte transferred. Das ist natürlich schon jetzt nicht gerade wenig. Das heißt also, so eine klassische Hello World Starter Application, wo ja wirklich nicht viel drin ist, das ist halt das Minimum, womit ich rechnen muss. Und je nachdem, wie viel ich dann noch hinzufüge und je nachdem, wie viel ich an Third-Party DLLs mit dazu packe, kann es natürlich ein bisschen mehr werden. Deswegen würde ich mal gern von euch wissen, hier in dieser Umfrage, in diesem Poll, ist es ein Problem für euch, diese Anwendungsgröße? Also, dass ich mindestens mal so 6 bis 6,5 Megabyte habe, ist es ein Problem für das, was ihr gerade im Kopf habt oder im Sinn habt für eine neue Anwendung? Oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich kein Problem? Oder sagt ihr das so, naja, ich bin ganz, ganz am Anfang mit dem ganzen Blazor und WebAssembly-Kram, ich kann es nicht so wirklich abschätzen. Da würde ich dann gerne am Ende noch mal genauer draufschauen, zusammen mit dem Marco, dass wir das dann vielleicht nachher in der Q&A noch mal aufgreifen. Aber das ist quasi der aktuelle Stand. Ne? Ich baue in C#, es wird wirklich kompiliert als DLL, es wird reingeladen und dann läuft aber alles ganz normal im Browser ab und ich mache eben meine Kommunikation mit den APIs, wie ich sie vielleicht gerade implementiert habe auf der Serverseite. Okay. Gut. Dann in Blazor dreht sich eigentlich alles um Components. Components, 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 Components. Beziehungsweise auch um Pages. Schauen wir uns das mal ein bisschen im Detail an. Ich gehe dafür wieder in dieses Beispielprojekt von Visual Studio. Gut. Und was wir jetzt machen ist, wir schauen einfach mal, es gibt nämlich nicht nur Components, sondern es gibt eigentlich eine Unterscheidung. Es gibt Pages und es gibt Components. Die sind jetzt hier in diesem Beispiel in diesem Shared-Ordner drin. Fangen wir mal mit Pages an. Pages sind immer erreichbar über eine Route. Ja, die kann ich also direkt hier annavigieren. Wenn wir mal auf die Fetch Data gehen, dann sieht man, ich habe hier oben dann in dieser Page-Direktive habe ich dann eben dann die Route /Fetch Data. Alles, was nicht annavigierbar ist und was ich einbetten kann in einer Page, das ist dann eine Komponente, wie zum Beispiel die hier, diese Survey Prompt. Das ist ja kein Standard HTML-Text, sondern das ist jetzt tatsächlich eine Blazor bzw. eine Razor Component und diese Razor Component, die ist jetzt hier implementiert in diesem Survey Prompt.Razor. Und wie ihr sehen könnt, da gibt es keine Direktive am Anfang, da gibt es auch keine Route hin, gar nichts. Sondern ich habe jetzt hier mein Standard HTML Markup mit der Auszeichnung der entsprechenden Bootstrap und anwendungsspezifischen CSS Klassen und ich habe eine Mischung aus Markup mit zusätzlichem optionalen Code, C# Code. Das ist so die Standard-Vorgehensweise, beziehungsweise das ist die Standard-Razor-Component, die dir vom Visual Studio Template momentan zur Verfügung gestellt wird. Also wir haben Pages, die sind annavigierbar und Components, die kann ich beliebig ineinander schachteln und beliebig ineinander einbetten, um dann daraus eben mein UI bauen zu können. Was ich mal gern machen möchte, damit wir ein bisschen warm werden, ist das Ganze hier umbauen. Ihr habt es vielleicht noch im Sinn, wenn hier was kommt. Das sind so Wetterdaten, so Wetterberichtsdaten. Die kommen halt hier von dem lokalen Projekt, von dem lokalen Blazor WebAssembly Projekt. Ich würde es mal gerne umbauen. Ich würde mal gerne ein API verwenden, was wir in Azure stehen haben. Und dieses API, dieses Web API, das liefert uns die Daten zu unseren Konferenzen, also all die Konferenzen, auf denen unsere ThinkTecture-Experten üblicherweise unterwegs sind. Das sind jetzt momentan die physikalischen Konferenzen. Die virtuellen Konferenzen sind da tatsächlich noch nicht aufgeführt. Da hat uns die Zeit ein bisschen eingeholt. Dafür gehe ich ins Visual Studio und baue jetzt hier einfach mal um. Also wir haben hier ein ganz normales HTML. Das wollen wir mal umbauen in Conferences. Diesen Paragraph, den nehmen wir weg
Und wir nennen das hier oben auch mal um in Conferences. Wir müssen jetzt gucken, jetzt habe ich eine neue Route. Und diese neue Route, die sollte ich auch in meinem Navigationsmenü vielleicht mal ändern. Dafür ändere ich erstmal den Text und ändere dann hier auch die Route für diese Navlink-Component, damit das dann wieder passt, wenn ich dann auf diesen Link und auf diesen Button klicke. Okay, so, das heißt, was brauchen wir noch? Genau, wir haben hier Dependency Injection direkt im Razor View drin. In diesem Sinne Standard Dependency Injection, aber halt jetzt in einer anderen Umgebung und in einer anderen Syntax. Und dann möchte ich einfach anfangen, das Ding umzubauen. Ich nenne das mal Conferences. Und was ich gern hätte, wäre hier eine List of Conference. Conference. So, jetzt ist die Frage, wo kommt dieses Conference her? Nun, schaut euch das noch mal an hier. Ich habe hier als Antwort in dem JSON ein Objekt Conferences und da drin ist ein Array von Conference-Einträgen. Ich habe aus dem serverseitigen Projekt, wenn ich es jetzt finde, jawohl, hier, aus dem serverseitigen Projekt habe ich jetzt hier die jeweiligen DTO-Klassen. Also die Data Transfer Objects, nämlich einmal die Conference mit allen Properties und einmal diese Conferences Response, die dann wieder eine List of Conference hat. Und die verwende ich jetzt einfach. Ja, ich muss also nicht irgendwie aus einem JSON oder aus einem JS oder TS irgendwas generieren, sondern ich verwende genau das, was ursprünglich sowieso eingesetzt wurde. Dafür füge ich noch ein Using hinzu, damit es auch der Compiler richtig cool findet. Back und baue das jetzt hier um. Ich habe hier eine List of Conferences. Das ist super. Ich gucke am Anfang, sind die Conferences da? Wenn nein, dann gebe ich so einen Loading-Text aus und ansonsten gehe ich einfach durch diese Conferences hier mal in einer Schleife durch. Und mach das mal ein bisschen dünner, weil wir wollen einfach mal den Titel angezeigt bekommen von so einer Konferenz. Title und nehme hier jetzt die Konferenzvariable conf und habe IntelliSense und wähle mir hier den Title aus. Na, das hat nicht so geklappt. Jetzt. Okay. Das sieht soweit gut aus. Das Einzige, was wir noch ändern müssen, ist, wir schmeißen den Weather Forecast hier weg, weil den braucht ja niemand mehr. Und wir wollen ja hier mit den Conferences arbeiten. Und wir bekommen zurück ein Conference Response. Gut. Was auch noch nicht passt, ist die URL. Die URL, die schnappen wir uns hier aus dem Browser und packen die mal hier rein. So, jetzt haben wir es gleich, weil wir haben ja hier keine List of Conference, sondern was zurückkommt, ist ein Conference Response und darauf gibt es eine Eigenschaft Conferences. Okay? So, also, wir haben hier die Page-Direktive mit dem Routing, wir haben Dependency Injection, wir haben ein Using für die gesharten DTOs. Dann überprüfen wir, ob die Daten schon geladen sind. Wenn sie geladen sind, dann gehen wir durch die Schleife durch und die Daten bekommen wir überhaupt erst einmal über den ganz normalen HTTP-Client. Das ist nämlich der HTTP-Client, den ihr lieben und schätzen gelernt habt, mit natürlich einer browserspezifischen Implementierung, weil Blazor WebAssembly läuft ja im Browser. Und WebAssembly läuft auch in einer Sandbox, genauso wie JavaScript-Code auch in einer Sandbox läuft. Das heißt, wir dürfen im Prinzip dürfen wir genau das Gleiche mit WebAssembly machen und WebAssembly-Code darf genau das Gleiche machen wie mit JavaScript. Ja, nicht mehr und nicht weniger. Deswegen ist es natürlich das gleiche Objektmodell, aber unten drunter wird es abgebildet dann auf die Features vom Browser. Okay, so, hier haben wir noch, das seht ihr hier auch, einen Component Lifecycle mit unterschiedlichen Methoden, die wir überschreiben können. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt wir uns bei der Komponentenerstellung, Initialisierung oder beim Rendering einklinken wollen. Ich habe jetzt hier einfach mal onInitializedAsync genommen. Nachdem die Komponente initialisiert ist, würde ich gerne mir die Daten vom API holen.
Okay, dann mache ich mal kompilieren und wir gucken mal, wenn er kompiliert hat. So, fertig, dass wir hier jetzt oben /conferences eingeben. Und zack, haben wir die Daten. Das hat ja mal gut funktioniert. Es ist immer schön, wenn Live-Demos funktionieren. Also, ich hoffe, damit habt ihr jetzt so ein erstes Gespür bekommen, dass es durchaus .NET-ig ist, ja, und dass es sehr C-Sharpig ist. Visual Basic übrigens geht nicht oder irgendeine andere Sprache aus dem .NET-Universum. Es ist wirklich explizit C-Sharp. Und ihr habt gesehen, wie man hier jetzt mit so einer Blazor oder einer Razor Component gemischt aus HTML Markup, Razor Syntax, aber auch so Features wie Dependency Injection oder wie den HTTP Client oder auch so Sachen wie Async und Await, ne, doch sehr vertrauten C Sharp Code schreiben kann. Async und Await bedeutet übrigens nicht, dass wir hier eine Multithreading-Umgebung oder sowas jetzt auf einmal haben. Nee, 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 das ist wirklich Async und Await, so wie es auch in den anderen .NET-Plattformen funktioniert für asynchronen Zugriff und asynchrone Kommunikation, vor allem, wenn es um I.O. geht. Okay, das war so der erste Eindruck, was man mit C-Sharp im Umfeld von Blazor WebAssembly machen kann. Gehen wir weiter im Text, würde ich mal vorschlagen. Und weiter im Text heißt, natürlich möchte ich auch ein bisschen mehr machen als nur ich sehe gerade, der eine Kollege im Chat erwähnt, es geht F-Sharp auch, da hat er natürlich recht. F-Sharp geht aber, soweit ich weiß, nicht out of the box mit den Project-Templates. Aber da bin ich tatsächlich jetzt, da begebe ich mich ein bisschen auf Glatteis, weil ich mich mit F-Sharp nicht so intensiv auseinandergesetzt habe wie mit C-Sharp. Aber danke für den Hinweis. Gut. Am Ende möchte ich ja ein paar mehr Advanced Features in so einer typischen Single-Page SPA-Application verwenden. Und das würde ich mir jetzt gerne mal gemeinsam mit euch anschauen. Also das heißt, ein bisschen mehr in Richtung, wie macht man denn jetzt vielleicht so eine kleinseitige Architektur mit Class Libraries, mit ein bisschen mehr Dependency Injection? Wie kann ich so Full-Stack-Features reinbringen, wie zum Beispiel, wie kann ich jetzt Authentifizierung für APIs hinbekommen oder eben auch Push-Kommunikation? Dafür verwende ich jetzt ein vorbereitetes Beispielprojekt. Das ist unser Blazor Conf Tool. Dieses Blazor Conf Tool, schicken wir mal in den Debugger. Das ist jetzt eine Beispielanwendung, die ich immer verwende, um die unterschiedlichsten SPA-Features zu zeigen. Also ich habe hier so typische Komponenten, die ich baue, die ich aber dann gerne komplett in C-Sharp und .NET baue. Ich habe hier eben die Möglichkeit für Authentifizierung, Login und Logout. Ich habe die Möglichkeit, Conferences mir anzugucken, sowohl als Liste, also Master, als auch dann im Detail, Master-Detail-Szenarien. Und ich habe die Möglichkeit, mir Statistiken anzugucken. Hier in dem Fall ist es dann sogar ein Beispiel, wo ich eine existierende JavaScript bzw. Web Component einbetten kann in eine Blazor WebAssembly Anwendung. Und da möchte ich euch jetzt einfach mal ein bisschen durchführen, durch so das eine oder andere Feature. Eines der interessanten Features, wenn wir uns das mal anschauen, wir haben hier eine Seite, die heißt Conference. Und diese Conference, das ist jetzt mehr oder weniger die Detailseite für einen Konferenzeintrag, wenn er schon existiert oder wenn ich eine neue Konferenz anlegen möchte. Ja, das ist quasi genau diese Komponente bzw. Page, weil ich sie ja direkt annavigieren kann in unserem Falle. Hier habe ich eine eigene kleine Komponente geschrieben namens Conference Header. Conference Header finden wir hier im Components Ordner und somit könnt ihr schon mal auch sehen, dass man sozusagen Fachlichkeit raustrennen kann, kapseln kann, modularisieren kann in ihrer eigenen
in ihre eigenen Komponenten rein. Und damit ich dann natürlich mit diesen Komponenten arbeiten kann und Daten austauschen kann, brauche ich natürlich irgendeine Art und Weise, wie ich Daten fließen lassen kann. Das ist jetzt hier ein ganz simples Data Binding, einfach nur über so ein Property Binding. Und wie ihr seht, gibt es dann hier ein Parameter. Und damit habe ich dann das Parameter Binding hier mit einem Getter und Setter implementiert, wo ich einfach den Modus als String rein und rausgebe. Könnte natürlich auch ein serialisierbares, komplexes Objekt sein. Und je nachdem, welchen Modus ich hier eben übergebe, ändert sich dann der Titel von meiner Komponente. Das heißt also, Komponenten bauen und Daten rein und Daten raus, relativ straightforward über Parameter-Binding bzw. über Event-Binding, wenn ich von innen nach außen kommunizieren möchte. Was hier auch noch interessant ist in dieser Conference Razor, ist, ich habe hier, das zoome ich auch mal rein, ich habe hier eine Code-Behind-Implementierung, weil ich will vielleicht nicht alles in einem File haben, Markup und Code, sondern ich möchte vielleicht, dass ich das Ganze trennen kann. Deswegen habe ich hier jetzt mal als Beispiel in dieser Conference Component wirklich einmal Conference Razor mit dem Markup. Das hier könnte man eigentlich auch komplett wegschmeißen, ja, weil es tut eigentlich gar nichts. Ja, das heißt, ich habe hier mein Markup Razor Code und habe hier hinten dran dann entsprechend meinen C-Sharp Code. Der leitet jetzt schon von sich aus von Component Base ab. Und dann habe ich meinen kleinseitigen Logik-Code. Und ihr seht auch hier, kann ich wieder Parameter übernehmen. Die kommen in dem Fall aus der Route, nämlich von hier oben, ja, aus dem Routing. Und ich kann Dependency Injection machen. Und Dependency Injection auf Component-Ebene geht nur über Property Injection. Es geht nicht über Constructor Injection. Wenn ich weiter nach unten gehe, ich habe zum Beispiel die ganzen Features und die Kommunikation mit dem Conferences Service oder einem Country Service habe ich weggekapselt in den Conferences Service. Wenn wir uns den anschauen, das hier habe ich jetzt wieder eine ganz normale plain old C-Sharp Implementierung in Form des Conferences Service und hier kann ich die Dependency Injection wieder ganz normal auf Constructor-Ebene machen. Das heißt, diese Klasse hier, die könnte gerade 1:1 aus einem WPF, aus einem Windows Forms, aus einem vielleicht sogar Xamarin-Projekt stammen, weil da ist jetzt absolut nichts Blazor-spezifisches drin, sondern das ist tatsächlich von der Architektur her jetzt so gehalten, dass das relativ weit unten ist in der kleinseitigen Architektur und weit weg von den eigentlichen Razor-Components sich befindet. Okay, last but not least, was wir vorhin gesehen haben, war Sharing von Daten anhand von Source Code. Also ich habe ja den Source Code reingezogen. Ich kann das Ganze natürlich auch ganz normal auf Assembly-Verweisebene machen, so wie hier. Also wenn wir mal gucken, wenn wir im Client in die Conferences gehen, dann habe ich ja hier wieder eine List oder ein IEnumerable of Conference Overview. Und Conference Overview ist jetzt nicht in dem Client-Projekt, sondern ist in so einer DLL. Ja, und genau die gleiche DLL und das gleiche und der gleiche Typ wird auf dem Server auch verwendet in dem jeweiligen API-Controller. In dem Fall ist es halt hier, ja, zum Beispiel Conference Details oder Conference Overview. Und somit kann ich also wirklich, wenn ich an einem Projekt arbeite, mit einem Team in einem Release oder in einem Versionierungszyklus, kann ich hier wunderbar, ohne dass ich Code generieren muss, über Swagger zum Beispiel oder andere Tools, kann ich hier meine Interfaces und meine DTOs sharen zwischen Client und Server und umgekehrt. Okidoki. So. Was auch verfügbar ist, das hatte ich ja hier schon einmal angedeutet, ist Authentifizierung. Authentifizierung funktioniert hier noch über der Third-Party-Library. Es ist auch mittlerweile im Framework drinnen, aber noch in einer sehr rudimentären Ausbaustufe. Ich habe hier ein Framework aus der Community verwendet. Die URL dazu, die gibt es dann in den Slides dazu.
Ja, es ist hier auf Localhost heute ein bisschen lahm wegen der ganzen Recording-Software. Gut, und was ich also hier habe, ist ganz normales OpenID Connect basierter Flow, der auf einen Demo-Identity-Server geht. Da kann ich mich mit den berühmten Identity-Server-Credentials anmelden, werde dann zurück redirected und habe dann jetzt hier entsprechend meine Tokens bekommen, kann dann natürlich die entsprechenden Informationen anzeigen und kann dann halt auf meine Daten zugreifen. Wenn das nicht der Fall ist, dann käme hier, das kann ich ja mal kurz zeigen, wenn ich mich wieder auslogge und wieder zurückgehe zum Localhost und auf Conferences gehe, dann habe ich einfach keinen Zugriff auf das ganze System. Okay? So, und was wir jetzt noch machen, ist, wir öffnen mal einen zweiten Browser, loggen uns bei beiden mal ein, da ich mich gerade ausgeloggt habe. Gehen wir hier auf Home. Ich müsste hier eigentlich nur noch jetzt reloaden. Dann müssten wir eigentlich beide als Bob angemeldet sein. Ne? Jetzt sind wir als Bob angemeldet. Wunderbar. Dann gehen wir mal hier auf Conferences und gehen hier auf Conferences und fügen hier mal eine neue Konferenz hinzu. Ja, ihr seht schon, das habe ich schon mal öfters ausgetestet scheinbar. Also wir fügen Titel, City, Country, Stadt und Stopp, also Beginn und Ende von der Konferenz hinzu. Und sagen jetzt hier einfach, okay, bitte machen. Und was ihr jetzt seht auf der anderen Seite, das ist jetzt Push. Das ist implementiert über SignalR. Das ist komplett in der Plattform drinnen. Also es ist ein ganz normales SignalR-Hub in ASP.NET Core auf der Serverseite und der ganz normale SignalR.NET Core-Client, den man in Blazor WebAssembly verwenden kann. Und somit habe ich genau die gleichen Möglichkeiten in Blazor WebAssembly in einer webbasierten Single-Page-Application, wie ich es in meiner Windows-Anwendung halt auch habe. Oder in meiner .NET Core-Anwendung auch habe. Gut, das war ja schon mal einiges. Das heißt, ich kann relativ komplexe Szenarien implementieren mit Blazor WebAssembly. Aber ich brauche natürlich auch irgendwie das Brot- und Butter-Geschäft. Das heißt, ich muss natürlich irgendwie mit Daten hantieren können, mit Formularen hantieren können und muss natürlich auch entsprechende Validierung ausführen können. Auch das schauen wir uns mal an in diesem Client. Wir hatten es gerade eben schon einmal. Wir hatten die Page Conference. Und in dieser Page ist ein relativ umfangreiches Formular. Und da sieht man schon, wir müssen halt immer noch HTML machen. Es wird nicht irgendwie besser oder irgendwie kürzer oder irgendwie hübscher. Es ist halt einfach HTML. Es gibt aber ein paar Hilfsstellungen vom Blazor Framework, dieses Edit Form oder hier das Input Text oder hier unten dieses Input Date. Das sind alles Wrapper-Komponenten um die Standard-HTML5-Elemente, die uns ein bisschen mehr Komfort und Features geben für Data Binding und für Datenvalidierung. So, das heißt also, wir bauen unsere Formulare üblicherweise mit Edit Form und hängen dann zum Beispiel ein Model dahinter. Das Model ist jetzt Conference Details. Das ist zu finden in der Code Behind Datei. Conference Details ist eben vom Typ Conference Details, wie zu vermuten war. Okay. Und was wir machen können, validierungstechnisch, schaut da nochmal ganz kurz hin, wenn ich jetzt nichts ausfülle und Save sage, dann wird's rot und er beschwert sich. Diese Datenvalidierung oder diese Formvalidierung, die kommt standardmäßig aus den Data Annotations. Data Annotations ist ja ein uralt Konzept in .NET. Und wenn wir uns hier nochmal die Conference Details DTO angucken, dann seht ihr, dass hier gewisse Felder natürlich required sind. Ja, und die Art und Weise, wie ich das dann eben binde und wie ich das dann anzeigen lasse, innerhalb von meinem Formular, das ist nämlich hier unten, da gibt es dann die Validation Summary Komponente und da werden dann alle Validierungsfehler bzw. Validierungsergebnisse gesammelt angezeigt. Was nicht out of the box dabei ist, aber aus der Community kommt, ist der Fluent Validation Validator. Ihr kennt vielleicht Fluent Validation, das ist ein ziemlich bekanntes und beliebtes Open-Source-Projekt. Und damit kann ich mit einem Fluent API Validierungs
Regel bauen, wie zum Beispiel die hier. Die hier sagt ganz einfach, dass das Endedatum größer gleich sein muss im Vergleich zum Startdatum einer Konferenz. Und das kann man eigentlich so im Englischen einfach so lesen und man versteht es sofort. Und das Nette ist jetzt, da das in der Shared Assembly ist, verwende ich das sowohl im Web API, um Eingangsvalidierung zu machen, als auch eben in der Blazor Razor Component, um eben die Validierung auch schon auf der Client-Seite zu machen. Das ist also nochmal eine etwas andere Art und Weise der Code-Wiederverwendung. Okidoki. Dann biegen wir so langsam in die Zielgerade ein. Natürlich komme ich nicht ohne JavaScript aus. Also wir müssen uns auch mal ein bisschen umgucken und ein bisschen schauen, JavaScript Interop, beziehungsweise was ist denn eigentlich mit diesen großen neuen Features, die in der Webplattform gerade so am Entstehen sind, nämlich namentlich Web Components und Progressive Web Apps. Also, ihr erinnert euch vielleicht in der Demo, ich zeige es euch gleich nochmal, wenn ich das jetzt wieder richtig ausfülle, BBB und CCC und schicke das weg, dann kommt hier so ein Dialog. Und dieser Dialog, das ist der native Dialog aus dem Browser, den ich mit JavaScript ansteuere. Und den muss ich natürlich auch irgendwie aus meiner Komponente dann ansteuern. Und das zeige ich euch, wie das funktioniert. Hinter dem Button-Click hängt hier diese Save Conference-Methode. Und irgendwann schicke ich dann einfach dieses Conference-Detail-Objekt weg über meinen Conference-Service. Aber vorher hätte ich gerne die Bestätigung vom User. Ja? So, und wenn, dann macht es. Ansonsten breche ich einfach ab. Und dieses Ding hier, wenn ich das jetzt mal verfolge, Go to Implementation, da gibt es einen Alert-Service, der wird über Dependency-Injection in Blazor WebAssembly in meiner Anwendung registriert. Und ich injiziere die IJS-Runtime. Das ist also quasi die Interoperabilität, die Interoperabilitätsschnittstelle, die Runtime, um von .NET nach JavaScript und von JavaScript nach .NET zu kommen. Und hier in dem Confirm Async rufe ich jetzt dann über diese Schnittstelle ein JavaScript auf. Und ja, mir ist bewusst, dass man jetzt in echten Anwendungen Alert vielleicht nicht so wirklich einsetzen sollte, aber wir sind ja in einer Beispielanwendung, von daher fühle ich mich doch noch ganz gut. Und in diesem speziellen Falle gehe ich also hier auf, wo war's? Na, jetzt habe ich mich verklickelt. Da sind wir, da ist er. Conftool Interop Dialogs Confirm, das ist also hier Conftool Interop Dialogs Confirm. Ja, das heißt also, das ist haargenau diese Methode, die ich jetzt hier aufrufe. Das heißt also, für die Integration von existierenden JavaScript-Bibliotheken oder JavaScript-Komponenten kannst du ganz normal das Ganze auch aus deinem C-Sharp und .NET Core Blazor Code aufrufen. Die Gegenrichtung ist auch möglich, dass ich aus einem JavaScript-Code Stück .NET Code, also Blazor Code aufrufe. Illustriert habe ich das mal hier anhand dieser Statistics-Seite. Wenn sie lädt. So. Das heißt, dieser graue Kasten, den ihr hier seht, das ist eigentlich eine Web-Component. Und diese Web-Component, die ist implementiert mit Angular. Ja, also ich habe eine existierende Angular-Anwendung genommen, habe da Angular-Elements drumherum gepackt, sodass ich dann eine Web-Component bekomme und habe diese Web-Component über JavaScript Interoperability in meiner Blazor-Anwendung integriert. Und wenn ich jetzt in der JavaScript-Web-Component klicke, dann bekomme ich hier unten eine Anzeige, welcher Wert da gerade angeklickt wurde. Und diese Anzeige hier unten, die passiert in Blazor, also in .NET Core. Und das Selektieren und das Herausreichen des Wertes, das passiert in JavaScript in der Web-Component. Somit habe ich also wirklich voll duplex Möglichkeiten, jeweils One-Way von JavaScript nach .NET Blazor und von .NET Blazor nach JavaScript, inklusive Web-Components und inklusive Angular.
Komponenten, die ihr wieder oder weiter verwenden könnt. Gut, und zum Abschluss wollen wir natürlich nicht nur über Web Components reden, sondern auch über PWAs, also Progressive Web Apps. Und Progressive Web Apps bedeutet, wir brauchen mal ein Application Manifest, wo drin steht, wie sich unsere Anwendung denn so metadatenmäßig verhalten soll. Ja, mit einem Namen, mit einem Shortname, mit der Description. Ich habe ein Icon, ich habe ein paar Farben definiert. Und damit ich offline-fähig sein kann, hätte ich gerne einen Service Worker. Das ist jetzt natürlich alle schon vorbereitet, weil ansonsten würden wir den zeitlichen Rahmen hier massivst sprengen. Wenn ich das jetzt nochmal neu kompiliere und dann neu lade, gehen wir mir hier auf Home und ich mache hier mal ein Reload. Dann lädt er das komplett neu und ihr habt es vielleicht schon mit euren Adleraugen erspäht. Wir haben hier oben jetzt so ein kleines Pluszeichen bekommen. Das heißt, das Manifest wurde erkannt, der Service Worker wurde richtig installiert und gestartet und ich könnte jetzt hier meine super tolle Conference-Tool-Anwendung als PWA installieren. Machen wir das einfach einmal, dann kann ich den Browser klein machen und ich habe hier jetzt wirklich eine Windows 10 PWA ganz einfach laufen, die implementiert ist mit Blazor WebAssembly. Gut. Okay, das heißt, wir haben jetzt einiges gesehen. Wollen wir mal zum Abschluss noch mal einen kleinen Wrap-up machen und vergleichen, sowohl mit Blazor Server als auch ja in dem Fall oder in unserem Fall von ThinkTecture eben mit Angular, weil wir halt seit vielen, vielen Jahren ganz große Expertise in Angular haben, als einen der Vertreter der klassischen JavaScript-SPA-Frameworks. Blazor Server. Also, Blazor Server ist eine komplett andere Denkweise und eine komplett andere Architektur im Vergleich zu SPAs. Blazor Server sagt tatsächlich, ich baue meinen Code und ich lasse meinen Code ausschließlich laufen auf der Serverseite. Ja, aber ich baue den gleichen Code, den ich auch bauen würde für Blazor WebAssembly. Er wird eben nur auf dem Server ausgeführt. Und im Browser ist eigentlich kein Code, der von mir ausgeführt wird, Blazor-mäßig, sondern da gibt es nur ein ganz schlankes Blazor-Stub. Ja, das ist der Teil hier, dieser rote Teil hier im Browser, der dann das Document Object Model entsprechend updatet. Und es muss eine permanente Verbindung geben über WebSockets, in dem Fall implementiert mit SignalR, ja, über ein binäres Protokoll, wo quasi alles, was im Browser passiert, an Events rübergeschickt wird, dann wird hier die Veränderung und die Berechnungen durchgeführt. Es werden UI-Differences gebildet, die werden wieder zurückgeschickt über diesen WebSocket und hier wird es wieder ausgepackt und wird ins Document Object Model gepumpt und so geht es dann die ganze Zeit hin und her. Das ist also eine komplett andere Architektur, eine komplett andere Vorgehensweise, auch nichts, was aus Microsofts Federn vorher irgendwo mal zu sehen war. Eine vielleicht interessante Alternative für kleinere Projekte im Sinne von relativ wenig User, wo der Client, der Browser relativ nah an der Serverimplementierung ist, weil ich ja sehr viel geschwätzige Kommunikation habe, wo ich vielleicht kurze Latenzzeiten dann auch gewährleisten kann und wo der Server vielleicht auch entsprechend ausgestattet ist, Hardware und softwaremäßig, um dann vielleicht eine gewisse Datenlast und Userlast auch aushalten zu können. Gut, das ist so mein persönlicher Blick auf einen möglichen Vergleich von Blazor WebAssembly und Blazor Server. Links also mehr so dieser Single-Page-Application-basierte Ansatz, wo ich auch voll offline gehen kann oder mit einer Offline-First-Architektur sogar arbeiten kann. Hab dafür aber eben momentan noch sehr unausgereifte Technologie im Browser, nämlich einmal Mono und einmal WebAssembly und habe dann da in der Kombination natürlich auch noch die entsprechende Anwendungsgröße mit einzukalkulieren im Sinne von Kilobytes oder Megabytes meiner .NET-Anwendung und auf der rechten Seite dann der Blazor-Server, wo ich eine API-lose Architektur fahren kann, da ich ja sowieso komplett auf dem Server bin und auf dem Client wirklich nur die Darstellung mache, so wie in einem Thin-Client
Ansatz, ja, oder so wie bei X11 eigentlich. Habe aber dann zum Beispiel den Vorteil, dass ich die volle .NET-Laufzeitumgebung nutzen kann. Habe aber natürlich dann beispielsweise den Nachteil, dass ich halt sehr stark auf den Verbindungsaufbau achten muss, dass diese Verbindung wirklich immer da bleibt und wenn sie eben nicht mehr da ist, dass ich dann vielleicht Zustand verlieren kann auf dem Server und dass es sich dann zum Beispiel für mobile und vor allem für Offline-Szenarien dann überhaupt gar nicht eignen wird. Also das sind einfach mal so zwei unterschiedliche Blickwinkel auf die jeweiligen Technologien und man muss es dann im Detail erörtern, was man wirklich braucht. Jo, ähnlich gelagert ist mein persönlicher Blick auf Blazor im Vergleich zu Angular. Da werde ich jetzt einfach mal nicht durchgehen. Ihr bekommt die Folien sowieso im Nachgang. Wir schicken dann eine E-Mail raus, nochmal als Dankeschön. Und ich hätte es auch dann einfach damit reingepackt. Nochmal die Folien, auch mit den Links hinten, die noch auf zusätzliche Ressourcen dann zeigen. Und das ist einfach eine Auflistung von Fakten, basierend auf dem, was wir immer in den .NET und oder in den JavaScript-Projekten sehen. Und da muss man dann eben dann pro Projekt und pro Team und pro Skillset und pro Anforderungskatalog dann sich eben die jeweilige Zeile und den jeweiligen Eindruck, den jeweiligen Eintrag, sorry, rauspicken, um dann zu sehen, was hat jetzt einen Vorteil für einen, beziehungsweise wo hat vielleicht die eine Technologie jetzt dann einen entsprechenden Nachteil. Gut. Wie schaut es jetzt mit der Timeline aus? Also, Blazor WebAssembly ist aktuell in Preview. Es fehlen noch ein paar Features, zum Beispiel Module und damit zusammenhängendes Lazy Loading. Es fehlt CSS-Kapselung für Komponenten. Das heißt, ich kann momentan mehr oder weniger nur globale Styles machen. Es fehlt ein AOT-Build. Ja? Das heißt, es ist ja momentan, so wie ich es anfangs erklärt habe oder im ersten Drittel erklärt habe, momentan alles interpretiert in Form von .NET-DLLs. Ja, das Developer-Tooling ist noch nicht wirklich gut. Es gibt zwar jetzt einen rudimentären Debugger für Blazor WebAssembly, aber der ist halt wirklich nur rudimentär. Die erste Version, die offizielle unterstützt werden wird, soll im Mai kommen, im Mai 2020 und wird danach ja kontinuierlich weiterentwickelt, ähnlich wie es halt Google mit Angular macht, Facebook mit React macht oder wie es eben auch die Vue.js-Community macht mit ihren Frameworks. Stellt euch vor, Microsoft announced ein neues UI-Framework, das mit .NET und C# programmiert werden kann und läuft im Web. Also solltet ihr euch ja mal auch die Frage stellen, was macht ihr damit? Wie geht ihr damit um? Und ihr müsst euch vor allem eure existierenden Projekte angucken, eure existierenden Architekturen angucken. Ihr müsst euch euer Team angucken, welche Skillsets habt ihr da drin. Ihr müsst natürlich eure existierende Codebasis angucken, weil meistens hat man halt nicht die grüne Wiese, wo man einfach loslegen kann und losspielen kann, sondern meistens hat man halt Brownfield und muss mit existierenden Systemen und Codebasen arbeiten. Und ihr müsst euch wirklich anhand von Ausprobieren, Proof of Concepts bauen, vergleichen von JavaScript-SPA-Ansatz mit einem Blazor WebAssembly-SPA-Ansatz, müsst ihr wirklich rausfinden und rausbekommen, mit dem entsprechenden Know-how und den entsprechenden Skills, was passt wirklich besser für euch. Es gibt nämlich keine allein selig und glücklich machende Antwort dafür, leider. Ja, das muss ich euch so leider mit auf den Weg geben. Das heißt also, guckt euch Blazor an, ob das mehr Sinn macht als ein JavaScript-SPA und macht euch dann auch wirklich eine Auflistung von den jeweiligen Pros und Cons, damit ihr euch nicht in die eigene Tasche dabei lügt. Dieser letzte Satz hier, der funktioniert tatsächlich nur im Englischen, deswegen lese ich ihn auch Englisch vor. WebAssembly and Blazor might change the game, but it might not be a game changer for you. Das ist sozusagen die Bottomline des Ganzen, weil es ist natürlich schon etwas extrem Spannendes, Interessantes und Verführerisches, aber ihr müsst wirklich ehrlich zu euch sein und eben basierend auf den Punkten Architektur, Codebasis, Skills und Anforderungskatalog wirklich entscheiden,
welche Technologie und welchen Ansatz ihr nehmt und was für euch wirklich am geschicktesten ist. Und das ist nochmal meine persönliche Zusammenfassung. Die gelben Sachen heißen jetzt nicht irgendwie schlecht oder schlimm oder Achtung, sondern das ist mein persönlicher aktueller Eindruck. Passt einfach ein bisschen auf, weil nicht jeder oder nicht jedem war vielleicht klar oder ist klar, dass man Web wissen muss, dass man SPA-Architekturen wissen muss und dass man vor allem JavaScript wissen und können muss. Ja, Blazor ist jung, ja, und noch sehr rudimentär, sowohl von der technischen Architektur her als auch vom Ökosystem, das ist klar. Blazor Server fühlt sich vielleicht für manche Dinge interessant an, kann aber zum Beispiel auch zum Skalierbarkeitskiller werden, ja, weil ich eben diese permanenten Verbindungen offen habe und eben nicht diese Request-Response-basierte Kommunikation wie bei Web-APIs oder wie bei gRPC-basierten Ansätzen. Ja, und last but not least, und das ist eigentlich die richtig gute, positive Nachricht, Blazor fügt sich wunderbar eins zu eins in das Geflecht des modernen Webs ein, in Form von ja, WebAssembly natürlich, in Form von Web-Components und in Gestalt von Progressive Web-Apps. Das geht also alles auch wunderbar mit Blazor WebAssembly und man kann das Ganze dann eben mit C-Sharp und .NET Standard-Code schreiben, zu einem Großteil, ohne reines JavaScript schreiben zu müssen. Aber wie eben erwähnt, ohne JavaScript kommt man in der Regel nicht aus. Gut, was ich euch gerne noch ans Herz legen möchte, ist, ich habe mich mal hingesetzt und habe ein White Paper geschrieben. Und dieses White Paper ist kostenlos, das könnt ihr runterladen. Das ist mittlerweile über 40 Seiten lang geworden. Da beleuchte ich mehr oder weniger mit der gleichen Idee und mit der gleichen Herangehensweise wie jetzt in diesem Webinar die Blazor-Familie. Und vor allem mit dem Fokus auf Blazor WebAssembly. Würde mich freuen, wenn ihr das lesen würdet, wenn ihr mir Feedback geben würdet, gerne per E-Mail, sodass wir dann über Inhalte und über Technologien, Architekturen, Do's und Don'ts, Best Practices und hast du nicht gesehen, auch per E-Mail kommunizieren und diskutieren könnten. Würde mich also freuen, wenn das der eine oder andere von euch entsprechend sich anschauen würde. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt noch genau eine einzige Folie und die sagt Dankeschön. Ich danke euch allen, dass ihr ausgehalten habt, dass ihr hier beigewohnt habt. Ich habe schon gesehen, immer wieder mit einem Auge im Chat und so weiter. Ihr habt etliche Fragen gestellt. Das ist sehr, sehr gut. Die Beispielanwendung, die ich gezeigt habe, die gibt's hier unter dieser GitHub-URL. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu Blazor oder zu .NET Core beziehungsweise zu Web Components, Progressive Web Apps, Angular, wir machen ganz viel Azure, dann schaut einfach auch mal bei uns auf der Webseite vorbei. Da gibt es viele, viele Artikel, Webcasts, ja, und wir werden eben auch noch in den nächsten paar Wochen sehr viele Webinare anbieten, damit ihr daheim in euren Home Offices nicht abgeschnitten bleibt und damit ihr am Puls der Zeit bleiben könnt. Und jetzt würde ich gerne den Marco wieder ins Boot holen, weil ich glaube, wir haben noch ein paar ganz gute Q&As, oder? Ganz genau. Da ist in der Zwischenzeit einiges angefallen. Auch gerne nochmal die Aufforderung an alle Teilnehmer. Ihr könnt im Q&A-Bereich Fragen einstellen. Die anderen können die lesen und voten, sodass wir dann sehr schnell eine interessante Rangfolge bekommen. Die am meisten gewotete Frage war, ob wir das recorden. Ja, das tun wir. Ah, und, cool. Und wenn die Aufnahme dann auch geklappt hat, dann werden wir das im Nachgang auch online stellen, sodass ihr das nochmal abrufen und nochmal in Ruhe angucken könnt oder mit Kollegen teilen könnt. Schicken wir euch dann einfach zu per E-Mail, dass ihr dann den Link findet, wo wir das dann hinlegen. Das hat ja dann doch ein paar Megabyte. Genau. Der Markus möchte wissen, Christian, wie das mit der Sandbox aussieht. Er möchte nämlich .NET Libraries nutzen, zum Beispiel für gRPC, für GraphQL und gibt es da irgendwelche Limits in Blazor WebAssembly, die er beachten müsste? Lieber Markus, unter uns, ne? Vier Augen, den ganz normalen gRPC .NET Client kannst du nicht verwenden,
weil gRPC ja auf einer eigenen Socket-Implementierung basiert. Und das ist genau das Problem dieser Sandbox. Du kommst wirklich aus der Sandbox nur raus über HTTP oder HTTPS, also sprich über das Fetch-API. Das heißt, du kannst wirklich nur das verwenden, was wirklich dann auch unten drunter von der WebAssembly oder Browser-Sandbox zugelassen wird. Wenn es jetzt in einer .NET-Standard-basierten DLL oder Assembly .NET Standard 2.1 API gibt, dann kompiliert es in deiner Blazor WebAssembly-Anwendung, aber zur Laufzeit wird es dann eine Platform Not Supported Exception geben, wenn du beispielsweise versuchst, ein Socket aufzumachen. Dafür gibt es aber Abhilfe, es gibt nämlich gRPC Web. Das ist mehr oder weniger eine Proxy-Middleware, die du in deiner ASP.NET Core Serverseite einbaust, und auf der Client-Seite gibt es dann eine entsprechende Erweiterung von dem gRPC.NET-Client, nämlich den gRPC-Web.NET-Client. Der ist momentan in Preview, also ist noch nicht released, und damit kannst du dann deine existierenden gRPC-Services mit einem gRPC-Web-basierten Blazor-Client ansprechen. Statt also ja oder nein, es kommt darauf an. Naja, ich bin Consultant, Marco. Ich kann mit Ja oder Nein antworten. So, der Manni wollte wissen, ob wir den Code bereitstellen. Genau, das sehen wir, glaube ich, jetzt alle gerade auf dem Bildschirm hier eingeblendet. Genau. Beziehungsweise schicken wir das auch nochmal in der E-Mail, wenn das Video durchgerendert ist, auch nochmal die Links auf das Repo. Das sollte passen. Der Jens meint, und das war ziemlich am Anfang des Webinars, da hast du über Bootstrap geredet. Er möchte wissen, ob es davon Microsoft fertige UI-Bibliotheken zur Nutzung gibt. Und ich glaube, der Stefan hatte dann später quasi eine Antwort mit dazu geworfen. Syncfusion, Telerik und ich sag mal, ich habe, glaube ich, auf der letzten Buster DevExpress zum Beispiel gesehen, die auch irgendwas angeboten haben. Da scheint sich schon was zu tun, oder Christian? Genau, das war die Antwort. Danke. Nee, also von Microsoft kommt aktuell nichts. Die bauen da wieder auf das Partner-Ökosystem und die genau von dir oder von den Teilnehmern genannten verdächtigen Komponentenhersteller, die sind da komplett voll dabei. Und ich setze da auch, ich sag mal, ein bisschen Hoffnung rein, weil das hat ja in dem Windows Forms WPF, UWP, Xaml-Umfeld immer recht gut funktioniert. Und ich glaube, die können ihre sowohl Web-Erfahrung als auch ihre .NET-Erfahrung jetzt in die Waagschale werfen, diese Komponentenhersteller, und können da bestimmt ziemlich coole und mächtige Komponenten-Suites anbieten. Aber von Microsoft ist da aktuell nichts im Köcher. Okay. Dann möchte der Markus, wieder der Markus. Lauter Markus. Ja, nee, ich glaube, es ist derselbe, der auch nach gRPC gefragt hat. Okay. Die Kombination von Blazor Server und WebAssembly, sodass für den Start der Applikation Server-Side-Rendering losgeht und dann erst WebAssembly übernimmt, vermute ich mal. Sehr geile Idee, Markus. Ja, ja, geht aber. Also es gibt einen Pre-Rendering-Mode, wo ich quasi genau diese beiden Modi oder diese beiden Technologien und Plattformen verbinden kann. Es hängt nur davon ab, welche Services über die Dependency Injection zur Bootstrap Time verwendet werden. Es ist jetzt sehr, sehr technisch und sehr, sehr im Detail. Ich möchte es einfach damit abkürzen. Ja, es geht prinzipiell, wenn du aber bestimmte Features und Runtime Services verwendest, die eben nur auf dem Client funktionieren und nicht auf dem Server, dann gibt es Probleme bei der Umsetzung von dem Pre-Rendering. Aber es lässt sich in der Regel dann umschiffen, indem man einen kleinen Workaround baut. Okay. Der David möchte wissen, ob wir ihm sagen können, für welche Arten von Anwendungen Blazor geeignet ist. Gibt es da eine grobe Einteilung als Antwort? Tja. Es hängt eigentlich auch ab von dieser Frage, die ich gestellt habe. Hast du da eigentlich die Ergebnisse, Marco, für mich? Mit der Anwendungsgröße? Also 15% hatten ein Problem damit, dass die Größe doch etwas dicker ausfällt als üblich. 32%, für die war das kein Problem. Und gut die Hälfte hat gesagt, schauen wir mal. Okay, also wenn diese Anwendungsgröße ein Problem ist für dich, dann ist natürlich Blazor WebAssembly ein Problem für dich und dann ist es egal, welche Anwendung du baust, weil dann passt es halt einfach nicht.
Wenn diese Anwendungsgröße aber kein Problem ist und man kann ja diese ganzen Assemblies und Assets cachen, lokal in der Anwendung, also im Browser, über den Service Worker, dann kann ich mir Blazor WebAssembly tatsächlich für alle möglichen Szenarien vorstellen, inklusive Desktop, inklusive Tablet, inklusive Mobile. Über die Möglichkeit, .NET-Code zu sharen, kann ich mir auch eine sehr elegante Offline- und Offline-First-Implementierungsstrategie gut vorstellen. Von daher, ja, das kann ich mir sehr gut ausmalen. Was halt momentan überhaupt nicht absehbar ist, ist, wie sich die Laufzeit-Performance verhält und entwickeln wird. Weil momentan ist es, ich sage mal, good enough für so typische Forms-over-Data-Anwendungen. Ja, ein bisschen Formularen und ein bisschen Listen und ein bisschen Paging und so. Aber wenn es dann interaktiver wird und viele, viele Document-Object-Model, also DOM-Änderungen und vielleicht 2D und vielleicht 3D, und das vielleicht noch auf Mobile, dann kann es schon eng werden und schon an die Grenzen kommen. Also ich denke mal, das Blazor-Team muss vor allem bei der Runtime-Performance noch mal massiv nachlegen, wenn es um Anwendungsszenarien geht, jenseits von den einfachen Forms-over-Data-Anwendungen. Ja, ich glaube auch, dass das, was ich gesehen habe, wenn ich auch mal an unser White Paper denke, je mehr es Richtung Forms over Data geht, umso angenehmer ist es, weil das ganze Tooling aus meiner Sicht so mit den Razor Templates und so darauf ausgerichtet ist. Je stärker ich anfange eigentlich mit so JavaScript-Libraries zum Beispiel für 2D, 3D-Visualisierung rumzuhantieren oder irgendwie denke, ich könnte nur ein Online-Spiel damit programmieren, glaube ich, umso mühsamer könnte das am Ende des Tages für Blazor als Technologie möglicherweise werden, oder? Exakt. Also je mehr Third-Party und je mehr JavaScript und native Browser-Features eben genutzt werden müssen, desto mühsamer wird es halt, weil dann begebe ich mich sehr schnell aus der .NET und Visual Studio-Komfortzone. Okay. Und sowohl die Anna als auch Flixbox wollen mal so ein bisschen abtasten, wie viel C-Sharp schreibe ich eigentlich, wenn ich so ein Blazor schreibe? Beziehungsweise zielt die Frage wahrscheinlich ein bisschen darauf ab, wie viel JavaScript und möglicherweise HTML muss ich können und kennen, damit ich hier gut vorankomme. Also idealerweise müsst ihr gar kein JavaScript schreiben, weil entweder Microsoft oder die Community die JavaScript-basierenden Notwendigkeiten schon implementiert hat. Also wir befinden uns jetzt bei Blazor WebAssembly genau an dem Punkt, wo ich oder wir uns mit Angular befunden haben, entweder vor 5 Jahren mit Angular 2 oder vor 9 Jahren mit Angular JS. Das heißt, ganz am Anfang eines sich aufbauenden und entwickelten Ökosystems. Und wenn ich jetzt heute eine Community-Komponente nehme, kann es sehr gut möglich sein, dass es in einem halben Jahr bis in einem Jahr einfach nicht mehr gibt. Deswegen, naja, wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen bauen auf diese kommerziellen Komponentenanbieter, die dann entsprechende Deals und Lizenzen mit Source Code und Co. dann vielleicht anbieten. Wenn ich mehr so auf der Reihe, auf der Schiene fahre, ich möchte schon gerne alles selber machen und möchte zu wenig Third-Party-Abhängigkeiten haben, wie es irgendwie geht, ja, dann kommst du eben mit so einer Forms-over-Data-Anwendung kommst du schon relativ weit, aber spätestens, wenn Security ins Spiel kommt, musst du schon JavaScript anprogrammieren. Also alles, was mit Interaktionen außerhalb des Document-Object-Models, was eben Blazor Assembly automatisch zur Verfügung stellt, also Datenbindung, Validierung und all die Features, die ich euch gezeigt habe. Sobald ihr dieses Grundstück mehr oder weniger verlasst, dann geht es sofort in JavaScript rein. Und das hängt dadurch extremst von der Anwendung und extremst von den Anforderungen ab. Ich kann euch natürlich eine coole Beispielanwendung bauen, wo ich gar kein JavaScript schreiben muss. Und ich kann euch eine Anwendung bauen, da ist das Verhältnis von C-Sharp und Blazor zu JavaScript wahrscheinlich mindestens mal 50-50. Also das ist extremst abhängig von der Anwendung und von den Anforderungen. Okay. Dann der Michael arbeitet offenbar in einem Team, die sich gerade mit einer Neuentwicklung einer Anwendung beschäftigen. Sie sind gerade auf dem Angular-Zug unterwegs. Und jetzt fragt er, ob er abbrechen soll und direkt mit Blazor anfangen soll. Jetzt hängt natürlich die Verantwortung, Christian, komplett bei dir. Überleg, ja, super. Ich würde sagen, nein.
ich würde sagen, keine Panik. Genauso wie bei Corona. Erstmal keine Panik. Das bringt nämlich alles nichts. Das ist eine harte Frage. Ja. Auch hier muss ich mich wahrscheinlich wieder rauswinken, dass ich natürlich A, euer Team nicht kenne, nicht weiß, welche Skills die jeweils haben, wie eure Timeline ausschaut, ob es eine interne Anwendung ist, ob es eine Anwendung ist für extern, ob die Anwendung verkauft wird oder ob es für eure internen User ist. Also gut, das sind ganz, 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 ganz viel Parameter, wo man mal abklopfen muss. Vielleicht ist zum Beispiel Angular gleich von Anfang an die falsche Option gewesen. Vielleicht hätte er ganz was anderes machen müssen. Vielleicht wäre zum Beispiel Blazor Server was Interessantes, weil es was komplett Internes ist mit ganz, ganz wenig Usern. Vielleicht ist aber auch Blazor WebAssembly das Richtige, weil ihr ganz viel .NET-Know-how habt und vielleicht existierende .NET-Bibliotheken verwenden wollt. Also sorry, da muss ich mich wirklich rauswinden und muss sagen, das kann ich an der Stelle nicht beantworten. Er legt nochmal nach. Eine interne Anwendung und Sie haben überwiegend .NET-Expertise. Das heißt, Sie haben eine dauerhafte LAN-Verbindung, also gar nicht so diese Geschichten mit offline-fähig und genau, also wenn es nicht offline-fähig sein muss, wenn es eine kurze Latenzgarantie gibt vom Client zu den Servern und wenn es nicht zu viel Datenaustausch ist und zu viel User drauf sind, wäre vielleicht sogar Blazor Server eine Option, wo du natürlich dann auch eine entsprechend vereinfachte Architektur hast im Vergleich zu einem SPA-Ansatz. Aber das ist jetzt komplett, komplett Glaskugel, Marco. Also. Genau. Und wir sind noch nicht mal bei Version 1.0. Das heißt, das Team muss ja dann auch ein bisschen den Mut haben, auf einen Stack zu setzen, der gerade erst am Entstehen ist, der unterwegs noch mal ein bisschen wackeln wird. Nein. Also Blazor Server ist ja schon 1.0. Das existiert ja seit .NET Core 3. Das heißt, das ist ja released und fully supported, aber bei Blazor WebAssembly, da sind wir eben noch nicht bei 1.0. Das fängt dann erst ab Mai an. Okay. Gut, der Stefan hat irgendwie in deinen Source-Dateien was von .NET Core 3.2 gesehen, ob es das schon gibt, hat er gefragt, oder woran das liegt. Da hat er sich ein bisschen verguckt. Es ist .NET Core 3.1, aber es sind die 3.2er Libraries von Blazor. Das ist wieder so das typische Microsoft, ich erfinde mal irgendwelche neuen Versionsnummern Geschichten. Also die nächste Version nach .NET Core 3.1 wird .NET 5 sein. Aber die nächste Version von Blazor WebAssembly wird die Versionsnummer 3.2 haben. Ja, sorry, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja, das braucht wieder Poster an der Wand, wo man das ja wieder. Genau, ein Cheat-Sheet, Marco. Ja, genau. Das machen wir auch noch dann. Und letzte Frage vom Andreas. Da geht es um Authentifizierung, ob er die notwendigen Daten in einer MongoDB speichern kann und ob man die da schon anbinden kann. Das ist wahrscheinlich dann eher eine Frage an die Richtung Library, die du ja auch als Open-Source-Ding reingezogen hast in deinem Projekt, ob es da eine Implementierung dafür gäbe. Also es hängt sogar überhaupt gar nicht vom Client ab, weil es ja eine komplette serverseitige Fragestellung ist. Das heißt also, clientseitig könnte ich jetzt eine Angular oder eine Windows Forms oder eine Blazor WebAssembly Anwendung haben. Serverseitig habe ich ja meine APIs, die ich absichern möchte. Und dafür verwende ich ja Tokens, die jetzt von so einem Authorization Server ausgestellt werden. Und der Authorization Server hier bei uns im Umfeld ist ja meistens der Identity Server, ne? Das Open Source Projekt. Und den Identity Server kann ich natürlich wunderbar von einer MongoDB-Datenbank hängen, wo dann alle User-Authentifizierungs- und damit zusammenhängenden Daten drinstehen. Und dann habe ich davor eben den Identity-Server, der macht das ganze OAuth2 und OpenID Connect Protokoll-Gedöns und den kann ich ganz normal in meiner Blazor WebAssembly und oder Blazor Server-Anwendung verwenden. Ja. Wunderbar, dann haben wir alle Fragen beantwortet. Es haben sich auch schon viele im Chat bedankt und sind schon auf dem Weg in den Feierabend, wie ich an langsam sinkenden Teilnehmerzahlen sehe. Deswegen sage ich auch von unserer Seite vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass es euch gefallen hat. Falls euch irgendwas nicht gefallen
haben sollte oder ihr Ideen habt, was davon, was ihr heute gesehen habt, wir vielleicht auch nochmal intensiver beleuchten können. Genau. Schreibt uns, ihr habt in den Mails, die ihr schon bekommen habt, E-Mail-Adressen von mir oder auch von Christian hier auf den Folien gehabt, dann können wir gerne darauf eingehen. Und in diesem Sinne. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen schönen Feierabend, genießt ein schönes Bier. Genau. Auf mich. Und bleibt gesund, ne? Und bleibt alle gesund. Ciao. Bis dann. Ciao.